Der historische Wernigeröder Weihnachtsmarkt gehört zu den schönsten Märkten im Harzgebiet. Auf dem Marktplatz, der vom Rathaus aus dem 15. Jahrhundert beherrscht wird, sorgen viele Kunsthandwerker für weihnachtliche Stimmung. Es duftet nach Glühwein, nach gebackenen Mandeln und es duftet nach Schokolade. Denn der größte Schokoladenweihnachtsmann der Welt, der steht seit heute dort. Eins, zwei, drei. 3,65 hoch, 1,60 Meter im Durchmesser, 350 Kilo Vollmilchschokolade. Das sind die Parameter für den größten Schokoladenweihnachtsmann der Welt. Die Idee hatte Gerhard Petzl, Bildhauer und Konditormeister aus dem österreichischen Graz. Seit einem Jahr lebt und arbeitet er in Wernigerode. 3 Tage und 3 Nächte hat Petzl gebraucht, um sein Kunstwerk zu kreieren. Das besteht übrigens aus Umzugskartons, Styropor und einer ganzen Menge Luft. Schon im September hatte der Österreicher seinen Weihnachtsmann sozusagen festtagsfertig. Und so fragte er sich, was mache ich jetzt eigentlich mit dem großen süßen Mann? In dem einheimischen Schokoladenproduzenten fand er einen Helfer in der Not. Als der Mann dann hier stand, also der Weihnachtsmann, dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt mit dem Stück. Und ich bin dann an die Stadt herangetreten, habe das Thema vorgebracht. Und die waren natürlich begeistert und haben das auch gleich aufgenommen. Und so entsteht heute das Event. Die Fahrt von der Schokoladenfabrik zum Weihnachtsmarkt vor dem Wernigeröder Rathaus überstand der überdimensionale Schokoknecht Ruprecht unbeschadet. Samt Holzgerüst wiegt er rund 700 Kilo. Auf den ersten Blick wirkt der, bis auf intensive Sonneneinstrahlung, wetterresistente Mann irgendwie quadratisch praktisch gut. Beim Petzl Gerhard bestimmte eindeutig der Inhalt, die Form. Von der Konzeption her ist er so konstruiert, dass wir ja heute mehr oder weniger wie Robotermenschen in dieser hektischen Welt leben. Und selbst das Weihnachtsfest ist ja auch eine hektische Zeit, obwohl es ja eigentlich eine besinnliche Zeit sein sollte. Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, naja, da mache ich einfach eine roboterhafte Gestalt, der einfach Geschenke an alle Menschen dieser Welt verteilt, mehr oder weniger. Während sich Jung und Alt an dem diengenormten Schokoladenweihnachtsmann zu schaffen machten, wollten wir wissen, wie man genau das bei dem Größten seiner Zunft verhindern will. Wir hoffen und appellieren natürlich, dass die Bürgerinnen und Bürger und die Gäste der Stadt bewundern diesen Weihnachtsmann, Freude daran haben und ihn nicht zerstören und kaputt machen. Gibt es einen Sicherheitsdienst rund um die Uhr? Ja, der Oberbürgermeister wird ab und zu mal aus dem Fenster schauen und gucken, ob alles in Ordnung ist. Aber rund um die Uhr, das werden wir nicht machen. Vielleicht hat ja der Ösi aus dem Harz noch so manche schlaflose Nacht in der Adventszeit, weil er über seinen nächsten Guinness-Rekord grübelt. Und dann kann er ja auch mal schauen, wie es seinem Kunstwerk geht.